Und es waren viel Weibe da, die von ferne zusahen, die da Jesu waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet. Unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Josefs, und die Mutter der Kinder Zebedei. Und am Abend kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollt ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelt ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzet einen großen Stein für die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen.